Im Mittelalter beherrschten mächtige Burgen die Landschaft. Einige der eindrucksvollsten befanden sich auf französischem Boden. Heute sind die meisten von ihnen verfallen und die Geheimnisse ihres Baus noch immer weitgehend unentdeckt. Wir können jetzt das Rad der Zeit zurückdrehen und die Techniken der mittelalterlichen Baumeister neu entdecken. Vorsicht, dass der Stein sich nicht bewegt. Mitten in einem dichten Wald in der Region Puisaye in Burgund wird eine mittelalterliche Burg komplett neu gebaut. Und zwar ausschließlich mit Hilfe von Werkzeugen, Materialien und Techniken des 13. Jahrhunderts. Die Umsetzung dieses ehrgeizigen Projekts stützt sich auf akribische Recherchen, die die neuesten historischen und archäologischen Erkenntnisse berücksichtigen. Ein Team aus Handwerkern und Wissenschaftlern möchte lange vergessene Kenntnisse neu beleben. Guédelon ist deshalb das größte archäologische Freilichtlaboratorium der Welt. Jedes Jahr kommen 300.000 Besucher und besichtigen dieses mittelalterliche Abenteuer im 21. Jahrhundert. Wir werden für die Dauer einer Saison hinter die Kulissen dieser außergewöhnlichen Baustelle blicken. Seit 1997 arbeitet jedes Jahr von März bis November ein Team von 70 Leuten auf der Baustelle. Das Projekt ist auf 25 Jahre angelegt und befindet sich gerade im 17. Jahr. Die 6 durch Wehrgänge verbundenen Türme wachsen immer mehr in die Höhe. Der Hauptturm, Donjon genannt, überragt das gesamte Bauwerk. Er wird einmal 30 Meter hoch sein. In ihm wird der herrschaftliche Wohnraum untergebracht sein, den ein Kreuzrippengewölbe überspannt. Zu den Herrschaftsräumen gehört auch der große Saal, der als öffentlicher Raum dient. Hier werden Bankette, Gerichtstage und Zeremonien abgehalten. Außerdem befinden sich dort ein Raum für die Ehrengäste, ein Vorratsraum und eine Küche. In diesem Jahr werden wir den Maurern beim Bau der Kapelle zusehen, dem bisher komplexesten Bauwerk. Langsam, noch ein wenig. Genau. Maurer ist nur einer der Handwerksberufe auf der Baustelle von Guédelon. Denn hier greifen die Spezialkenntnisse vieler Berufe ineinander und ergänzen sich gegenseitig. Mach das so. Aus den Materialien, die sie an Ort und Stelle vorfinden, stellen die Handwerker alles her, was sie brauchen. Werkzeuge, Seile, Farben und Ziegel. In diesem Jahr muss ein neuer Ofen gebaut werden, um die Entwässerungsprobleme zu lösen. Die Maurer können ja nicht im Wasser arbeiten, doch beim Hochmauern kann es nicht abfließen. Im Wald stellen sich Handwerker und Archäologen in der Zwischenzeit einer neuen Herausforderung. Der allerersten Rekonstruktion einer mittelalterlichen Wassermühle. Die Archäologie ist eine Wissenschaft, die ihre Theorie aus konkreten Dingen ableitet. Bei diesem Thema war unser Wissen sehr begrenzt und wir konnten einfach keine Hypothesen aufstellen. Doch bei diesem Experiment hier in Guédelon dürfen wir uns an der Wirklichkeit messen. Am Material und am Know-how. Die Baustelle von Guédelon, also die Werkstätten, die unterschiedlichen Techniken und Werkzeuge, all das bringt uns Erkenntnisse. Die Baustelle ist damit ein außerordentlich gutes Instrument zur Wissensvermittlung.
Auf Seiten der Wissenschaftler gibt es immer noch einen gewissen Vorbehalt gegen Guédelon. Denn am Anfang dachten sie, dabei handele es sich um eine Art Disneyland. Sie meinten, es sei nur ein Ort für Besucher und Touristen. Denn Wissenschaftler haben das Problem, dass der Diskurs unter ihresgleichen stattfindet. Sobald sie sich an eine breitere Öffentlichkeit wenden, gilt das als weniger wissenschaftlich. Dabei gehört diese Popularisierung zu ihren Aufgaben. Zigtausend Tonnen Sandstein werden für den Bau der Burg gebraucht. Um Kosten und den Zeitaufwand für den Transport der Baustoffe zu vermeiden, wird Guédelon, wie die meisten Burgen dieser Zeit, am Fuß eines Steinbruchs gebaut. Alles beginnt mit der Steingewinnung. Eine Arbeit, die mehr Technik verlangt als Kraft. Alexandre Ecker, einer der Steinbrecher, spaltet enorme Blöcke mit Hammer, Meißel und Keil. Hier schlage ich gerade Spaltlöcher ein, um den Block zu zerlegen. Ungefähr 10-12 cm tief, damit es gut klappt. Je nachdem dauert das eine Viertel oder eine halbe Stunde. Eine Geduldsarbeit. Alexandre arbeitet die vierte Saison hier. Er hat gelernt, die Bruchlinien im Gestein zu lesen und sie zu nutzen, um den Stein leichter zu spalten. Ich muss mich nach den Gesteinslagen richten. Jetzt setze ich Eisenbleche ein, um die Spaltwirkung zu verstärken. Und wenn alles gut geht, muss er ziemlich genau in der Spaltrichtung zerspringen. Sollen wir es versuchen? Dann sehen wir, ob es funktioniert. Et puis on verra bien si ça fonctionne, hein. Et voilà. Na bitte. Zwar nicht genau in der Spaltrichtung. Et voilà. Aber fast. Clément Gérard arbeitet seit Beginn des Abenteuers in Guédelon. Er ist Steinmetz, Vorarbeiter und Steinbrecher. Wir haben hier in unserem Steinbruch unterschiedliche Qualitäten. Es handelt sich dabei immer um Sandstein. Aber der hier ist dunkel und sehr hart, also hier der blau-schwarze. Dann dieser hier von mittlerer Qualität, er ist eher rot. Und dann mindere Qualität, er ist orange. Der ist sehr weich. Der ist nicht stabil, der ist ein wenig härter und der ist sehr hart. Die Maurer verwenden alles, wie es kommt, deshalb wird das Mauerwerk entsprechend unregelmäßig. Die harten Steine setzen sie nach außen, die anderen nach innen. Sie sortieren die Steine und stellen ein schönes Ganzes her. Im 13. Jahrhundert überwachte ein Baumeister den Bau der Burgen. Er koordinierte alle Arbeiten. In Guédelon ist dieser Baumeister Florian Renucci. Da der Steinbruch mit Eisensandstein hier an Ort und Stelle ist, entstehen keine Transportkosten. Er deckt fast den gesamten Bedarf an Werksteinen für den Bau der Burg ab, je nach den verschiedenen Funktionen und Architekturformen. Es stimmt tatsächlich, dass wir hier ein Stück Umwelt, ein natürliches Vorkommen in Architektur verwandeln. Ebenso wichtig wie der Stein ist der Mörtel, der die Mauern zusammenhalten wird. Wir haben uns auf ein Material geeinigt, das im Mittelalter vermutlich verwendet wurde. Mit ihm können die Maurer die Mauern hochziehen. Es ist Mörtel aus gelöschtem Kalk. Im Mittelalter war Mörtel aus Luftkalk das entscheidende Bindemittel für Mauerwerk. Bei seiner Herstellung muss Kalkstein auf 900 Grad erhitzt werden. Dieser Brandkalk wird dann mit Wasser vermischt und so zu Löschkalk. Zum Schluss wird er mit Sand verbunden, der hier in Guédelon zu finden ist. Entscheidend ist das Mischverhältnis, damit die Mauern der Burg fest verfugt sind.
Die Verwendung von Mörtel aus Luftkalk ging schon vor vielen Jahrhunderten verloren. Aber die Maurer von Gédelon haben es mit Hilfe der Archäologen wiederentdeckt. Mit der Entscheidung für dieses Verfahren bieten wir den Wissenschaftlern und auch jedermann die Möglichkeit, an dieser Burg zu untersuchen, wie sich die Kalkverbindung verhält, wie sie sich in der Mauer aushärtet. So lässt sich erfahren, wie Mauern traditionell errichtet wurden, denn wir verwenden das gleiche Material. Heute sind Mörtel und Sandstein für den Hauptturm bestimmt. Er ist zurzeit 18 Meter hoch. Die Baustoffe werden mit Hilfe eines Tretrades mit zwei Trommeln nach oben gehievt. Dieser Vorläufer unserer modernen Kräne kann mehr als 500 Kilo heben und erfordert die Kraft von zwei Männern. Die weichsten Steine und der Schotter vom Steinbruch werden für die Füllung der Mauer verwendet, die härtesten Steine für die Verkleidung. Die schwierigste Aufgabe ist es, die Mauern im Lot zu bauen, denn davon hängt die Stabilität des gesamten Turms ab. Die Lösung? Ein einfaches Stück Blei, das an einem Faden hängt, kurz ein Bleilot. Die wichtigste Eigenschaft einer Burg ist die Widerstandsfähigkeit ihrer Mauern, ihre Wehrhaftigkeit. Und die Architektur im Mittelalter hat sich stets weiterentwickelt, um gegen die neuen Waffen Schritt zu halten. Von großer Bedeutung war es, den historischen Rahmen festzulegen. Gédelon richtet sich nach dem Muster und den Besonderheiten des 13. Jahrhunderts, dem goldenen Zeitalter des Burgenbaus. Damals regierten die Kapetinger Frankreich und König Philipp II. Erweiterte sein Territorium durch Kriegszüge und Eroberungen. Die Burgen waren Symbol dieser wachsenden Macht. Im Lauf des 13. Jahrhunderts wurde die französische Monarchie zum Modell für ganz Europa. Philipp II., auch Philipp August genannt, war ein bedeutender König. Zum einen wegen der Dauer seiner Herrschaft. Er wurde mit 14 Jahren König und regierte dann bis 1223, über 40 Jahre. Vor allem aber, weil er Gebiete seines Feindes Plantagenet eroberte, der zu dieser Zeit über zwei Drittel des Königreichs Frankreich besaß. Er nahm ihm die Normandie ab, dann das Anjou und die Touraine und drängte die Engländer zurück bis an die Grenzen von Aquitanien. Damit vergrößerte sich das Herrschaftsgebiet des Königs beträchtlich. In diesen neuen Gebieten wurden Burgen als Verwaltungssitze errichtet. So bildete sich sehr schnell eine vollkommen neue Wehrarchitektur aus, die auf den Prinzipien aktiver Verteidigung beruhte. Die Mauern der Burg mussten den fortgeschrittensten Waffen der Zeit standhalten. Die schrecklichste aller Waffen war die Blide. Diese Kriegsmaschine konnte bis zu 140 Kilo schwere Steine schleudern. 5, 4, 3, 2, 1, tirez! Die Architektur der Burgen im 13. Jahrhundert veranschaulicht das ständige Bemühen, diesen Angriffen zu widerstehen. Das bezeugen die Burgen von Laval im Département Mayenne, und von Dordogne in der Essonne. Nach deren Bauweise wird auch die Burg von Gédelon gebaut. Potenzielle Angreifer sahen sich Trockengräben gegenüber, Mauern 4 Meter dick, eine Ringmauer von 11 Metern Höhe mit Schießscharten und Zinnen. Diese Architektur sollte Angreifern die bestmögliche Verteidigung entgegensetzen.
Aber um authentisch zu sein, muss Gédelon in einen Kontext eingebettet sein. Denn jede Burg ist auch sichtbarer Ausdruck der Macht und der Mittel ihres Besitzers. Wer aber hätte wohl in Gédelon gelebt? Es musste die Burg eines großen Herrn sein. Uns wurde sehr schnell klar, dass wir damit die Geschichte von jemandem erzählen. Wir befinden uns hier mitten in La Puisée, einem Lehnsgut von Jean de Toussy. Er war ein großer Feudalherr und begleitete König Ludwig IX. Bei dessen 7. Kreuzzug. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen kleinen Vasallen jenes Jean de Toussy zu unserem Burgherrn zu machen. Er könnte hier gelebt haben. Entsprechend wählten wir das Ambiente für seinen Wohnraum und bauten die Kapelle dicht daneben. Der hypothetische Besitzer dieser Burg ist also ein kleiner Feudalherr, der hier mit seiner Familie lebt, umgeben von einigen Dienern und einer bescheidenen Wachmannschaft. Alles in allem 30 Personen. Wir mussten eine Geschichte erfinden, so etwas wie das Porträt dieses Herrn entwerfen, um Entscheidungen beim Bau zu vermeiden, die eher einem König angestanden hätten, als einem Feudalherrn aus dem Wald von Puisay. Deshalb mussten wir eine Methodik, einen Rahmen festlegen, um bei allen Entscheidungen der Realität einer mittelalterlichen Baustelle im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts so nah zu kommen wie möglich. Die Kapelle ist solch ein Beispiel für die Methodik, nach der in Gédelon gearbeitet wird. Denn sie soll nicht nur den spirituellen Bedürfnissen des Herrn entsprechen, sondern auch seinen Status in der Region darstellen. Das Fundament des Turms und das untere Geschoss sind bereits ausgeführt. Nun kann die eigentliche Arbeit an der Kapelle beginnen. Das ist das Hauptziel in dieser Bausaison und stellt die Maurer von Gédelon vor eine komplexe und knifflige Aufgabe. Zweifellos wird die Kapelle der Raum in der Burg mit den meisten Ausschmückungen sein. Besonders fein gearbeitete Skulpturen und der Frömmigkeit angemessene mystische Formen sind hier angebracht. Die Burg insgesamt wird aus grob behauenem Eisensandstein gebaut. Aber für die dekorativen Details, die Fenster, die Gewölbebögen und Treppen, ist Kalkstein der Baustoff der Wahl. Denn dank seiner feinen Körnung lässt er sich besser bearbeiten. Der Stein, den ich hier bearbeite, ist ein Kalkstein aus Domsy. Daraus fertigen wir ein Stück des Kapellengewölbes. Unsere Werkzeuge sind historisch. Manche sind im Lauf der Geschichte in Vergessenheit geraten. Die meisten wurden schon vor langer Zeit erfunden. Es sind ganz einfache Gerätschaften, mit denen ich arbeite. Ein Fäustel, dann alle möglichen Meißel mit einer Schneide, Sprengeisen, um große Stücke abzuschlagen. Die Spitzenwerkzeuge wie Stecheisen und die Steinbeile. Dieser ist mit Zähnen für die Oberflächenbehandlung. Dafür nehmen wir die gröbsten Werkzeuge. Doch zuerst muss das Team eine Wendeltreppe bauen, also einen Zugang zur Kapelle. Das ist eine technische Aufgabe, die größte Präzision erfordert. Dazu treffen sich Florian und Clément auf dem Reisboden. Mit Hilfe eines Zirkels skizzieren sie den Kreisumfang der Treppe im Maßstab 1:1. Für die Baumeister des Mittelalters war die Geometrie der Schlüssel zu allem. Sie waren vertraut mit Winkeln und geometrischen Figuren. Clément unterteilt den Kreis mit Hilfe des Zirkels in 6 gleiche Segmente. Diese werden dann in 12 Stufen unterteilt. Anhand dieser Skizze lässt sich nun ein Modell aus Holz herstellen. Dieses Modell wird dann auf Stein übertragen. Dann muss der Stein nur noch entsprechend geschnitten werden. Eine Arbeit, die 3 Tage pro Stufe dauert.
Mir gefallen Wendeltreppen immer sehr. Sie haben etwas Repetitives, Geometrisches. Um eine Spindel in der Mitte werden fächerförmig identische Stufen angebracht. Vom Fuß der Treppe bis ganz nach oben. Jetzt folgt eine heikle Aufgabe: die Stufen zum Turm der Kapelle zu transportieren. Jede wird mit einer Seilwinde an der Mauer hochgehievt, ausschließlich mit menschlicher Arbeitskraft. Oben angekommen, werden die Stufen mit Hebeln weiter befördert, dann auf einer Rampe und auf Rollen. Der Stein darf nicht brechen, sonst wären 3 Tage Arbeit umsonst. Jede Stufe muss absolut waagrecht liegen. Der kleinste Fehler würde sich über die gesamte Treppe fortsetzen und sie destabilisieren. Die Anordnung der Stufen ist schön. Bei dieser Spirale entsteht der Eindruck von Leichtigkeit. Für sich allein ist eine Stufe sehr schwer. Sie wiegt mehr als 140 Kilo. Mir gefällt die Wirkung dieser einfachen Form, die einen schönen Effekt erzeugt. Eines der ehrgeizigsten Projekte in dieser Bausaison ist die Rekonstruktion einer Wassermühle aus dem 12. Jahrhundert. Zum ersten Mal macht sich das Team an eine Aufgabe, die nicht direkt mit dem Bau der eigentlichen Burg in Verbindung steht. Die Idee dazu stammt ursprünglich von der Direktorin von Guédelon, Marilyn Martin. Das Mühlenprojekt ist ein Abenteuer und entspricht dem Geist von Guédelon. Wir waren alle begeistert von Mühlen. Zu 10 haben wir sie untersucht und so ziemlich überall besichtigt. Trotz Marilyns Begeisterung für Mühlen galt es, ein Hindernis zu überwinden. Für die Technik einer Wassermühle aus dem 13. Jahrhundert ist kein Beispiel erhalten geblieben. Wie also soll das Team von Guédelon der historischen Wahrheit so nahe kommen wie möglich? 2007 kam es beim Bau einer Trasse für den TGV zu einer überraschenden Entdeckung. In der Stadt Tervais im Jura wurden Überreste von 2 uralten hydraulischen Mühlen entdeckt, die im Schlamm konserviert waren. Ich bin sofort hingefahren. Als ich ankam, arbeiteten da schon etwa 12 Archäologen im Schlamm. Ununterbrochen regnete es. Ein ungewöhnlicher Fund. Denn dass Holz dem Zahn der Zeit widersteht, kommt selten vor. Wegen der Dringlichkeit arbeiteten die Archäologen des INRAP, auf Deutsch etwa Nationales Institut für präventive Archäologie, unablässig daran, um die Überreste der versunkenen Mühlen zu bergen. Sie förderten fast 200 Teile oder Fragmente aus Holz zutage, dazu etwa 30 Mahlsteine, die sie alle auf das 11. und 12. Jahrhundert datierten. Ich bewundere diese Archäologen sehr. Sobald wir uns die Zeit für eine Pause nahmen, habe ich vorgeschlagen, gemeinsam am Bau einer kompletten Mühle zu arbeiten, auf der Grundlage der Teile, die in Tervais gefunden wurden. Das war am Anfang nicht vorgesehen. Das heißt, die Idee, eine Wassermühle zu rekonstruieren, war mir nicht in den Sinn gekommen. Aber dann kam Marilyn Martin mit dem Vorschlag, am Standort von Guédelon eine mittelalterliche Mühle zu bauen. Und allmählich nahm auch in meinem Kopf die Idee Gestalt an, eine Wassermühle als archäologisches Experiment zu rekonstruieren. Ausgangspunkt sollten die Ausgrabungen in Tervais sein, um einer Mühle, wie sie im 12. Jahrhundert ausgesehen haben könnte, so nahe wie möglich zu kommen. Allerdings eine Mühle aus einer anderen Region. In enger Zusammenarbeit mit dem INRAP, das für die Planung und Finanzierung des Projekts zuständig ist, begann das Team von Guédelon 2012 mit dem Bau der Mühle. Es handelt sich nicht darum, sie nur statisch nachzubauen, sondern eine funktionierende Mechanik zu rekonstruieren, die vom Wasser in Bewegung gesetzt wird, die Mahlsteine von fast 100 Kilo bewegt und Mehl herstellen kann.
Die Mahlsteine bereiteten den Steinmetzen von Guédelon großes Kopfzerbrechen. Der Sandstein von Guédelon ist für Mahlsteine durchaus geeignet. Hier in der Nähe gibt es Steinbrüche für Mahlsteine aus gallischer Zeit. Aber für Wassermühlen, mittelalterliche Wassermühlen, hätten wir lieber einen härteren, widerstandsfähigeren Stein verwendet, wie den Hartsandstein, der immer noch im Pariser Becken, aber auch anderswo verwendet wird. Dann haben wir uns klargemacht, dass auf den natürlichen Verkehrswegen, also den Gewässern, dieser Stein aus dem Pariser Becken bis in die Region von Guédelon gebracht werden konnte. Den Hartsandstein auszuwählen, war also durchaus logisch und in Übereinstimmung mit dem, was damals möglich war. Die Bearbeitung dieser Mahlsteine stellte uns vor eine schwierige Aufgabe, denn der Stein, den wir verwendeten, war sehr hart. Dabei mussten die Steinmetze Mathieu und Jean-Paul, die daran arbeiteten, bis zu 50 Werkzeuge am Tag wieder in die Schmiede bringen. So schwer war er zu bearbeiten, bis sie endlich fertig waren. Dann mussten Schmiede einbezogen werden, zum Beispiel für die große Welle. Ich habe wohl meinen Vorschlag nicht richtig durchdacht, denn ich hatte mir nicht wirklich klar gemacht, was das alles nach sich ziehen würde. Nach 2 Jahren intensiver Arbeit ist das Ziel, die Mühle nun in Betrieb zu nehmen. Von Juni an soll sie der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bis dahin sind es nur noch 3 Monate und es bleibt noch so viel zu tun. Währenddessen wird an der Burg mit Hochdruck weitergearbeitet. Die Wendeltreppe ist endlich fertig. Nun bereiten sich die Steinmetze darauf vor, den Kalkstein zu bearbeiten, der das Innere der Kapelle schmücken wird. Das erste Schmuckstück ist die Piscina, auch Sacrarium genannt, ein kleines Wasserbecken für die Reinigung sakraler Gegenstände. Wie bei allen geschnittenen Steinen beginnt die Arbeit mit einer Skizze auf dem Reisboden im Maßstab 1:1. Bei all diesen Werken dienen Gebäude aus der Region als Modell. Die Nische in der Kapelle mit dem Becken war ein interessanter Ausgangspunkt, denn das sind die ersten Skulpturteile in einem sakralen Raum. Das war ziemlich bewegend und beeindruckend. Der Entwurf ist sehr schön. Es ist ein kleiner Kleeblattbogen, minutiös gearbeitet mit hübschen kleinen Zierleisten. Das bedeutete für uns schon eine gewisse Veränderung. Denn einige Steinmetze machten so etwas zum ersten Mal. Vorher waren wir uns nicht schlüssig. Sind wir Bildhauer oder nicht? Können wir so etwas überhaupt? Aber wir mussten ins kalte Wasser springen. Der Chef hat kleine Modelle aus Lehm gemacht. Er wollte uns helfen, die Arbeit, die von uns gefordert wurde, zu visualisieren. Dann legten wir los und alles lief sehr gut. Dann machten wir mit einem komplizierteren Stück weiter und wurden so zu Bildhauern. Der Maurer Guillaume Glottin koordiniert die Arbeit an der Kapelle. Im April haben wir mit dem Bau dieser Kapelle angefangen. Und ich muss sagen, noch nie wurde hier ein Mauerwerk so schnell hochgezogen. Ganz am Anfang war das gar nicht vorstellbar. Wir hatten wohl ein wenig Angst. Aber es ging ohne Probleme. Wir Maurer sind zu viert und verstehen uns super. Wir waren alle mit ganzem Herzen bei der Sache. Und so war es das reine Vergnügen. Es gab überhaupt keinen Stress. Das läuft einfach. Wir haben diese Nische im Mai hochgezogen. Nur selten zuvor haben wir so komplizierte Steine gesetzt, aber auch so gut geschnittene. Wir mussten sehr gut auf sie aufpassen. Der Dreipass, ein Ornament in Form eines Kleeblatts, wird auf 2 kleine Säulen aufgebracht. Ist die Piscina aufgestellt, können sich die Maurer auf den Bau der Turmmauern konzentrieren, bevor sie zur nächsten Phase der Arbeiten an der Kapelle übergehen. Musik.
Im Sommer kann es in Gédelon auch mal regnen. Wie bei jedem Gebäude ist auch hier die Frage der Drainage von entscheidender Bedeutung. Bei seinen Recherchen stieß Florian auf dasselbe Problem wie vor ihm die Erbauer der Burgen. Wie lässt sich das Wasser ableiten, um Überflutungen zu vermeiden? Und das ist nur die erste Phase. Denn es muss auch gespeichert werden können, insbesondere für den Fall einer Belagerung. Dort ist eine der Ablaufrinnen, durch die das Wasser aus dem Burghof abfließt. Die Maurer können ja nicht im Wasser arbeiten. Doch beim Hochziehen der Mauern sammelt sich im Innern das Wasser. Solche Wasserspeier wurden an dieser Stelle verlegt, weil hier der tiefste Punkt im Hof ist. Deshalb sammelt sich dort alles Wasser. Das heißt, an Regentagen ergießt sich ein wahrer Sturzbach in die Gräben. Wenn das Wasser nach außen abgeleitet wird, dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass der Burgherr auch das entgegengesetzte Problem haben kann, nämlich Wasser in der Burg zu speichern. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns jetzt. Wie können wir ein Wasserreservoir anlegen? Im Büro versuchen Florian und Marilyn dafür eine Lösung zu finden. Ein Burgherr aus dem 13. Jahrhundert wollte sicher auch Wasser für den Eigenbedarf speichern. Schon um im Fall einer Belagerung zu überleben, auch für seine Wachmannschaft, seine Familie und so weiter. Außerdem für die Pferde, wenn es welche gab. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Wir haben wirklich alle durchgespielt. Es soll Wasserbecken gegeben haben, die das Wasser vom Dach auffangen, etwa auf der Höhe der Dachböden, um damit bei Feuer Löschwasser zu haben. Florian studiert die Dokumentationen des CNRS, des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung, zum Thema Wasserwirtschaft im Mittelalter, sowie Ausgrabungsberichte des INRAP. Dabei stößt er auf ein Kanalisationssystem aus Ton, das aus dem 13. Jahrhundert stammt. Dieses System würde das Regenwasser von den Dächern in eine Zisterne am Fuß des Kapellenturms leiten. Die Rohre sind eigentlich umgedrehte Tontöpfe. Das ist ein Rohrleitungsgraben. Er liegt auf einer Kiesschicht und dann... Das wäre toll. Das ist echte Baukeramik. Die ist nicht so bekannt wie Tongeschirr. Natürlich, denn vermutlich gilt sie als weniger attraktiv, dabei ist sie grundlegend. Außerdem hast du so etwas bei allen anderen Burgbesichtigungen gesehen. Nein, das ist spitze, das machen wir. Okay. Dazu müssen 17 Meter Rohre aus Ton hergestellt werden. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr gemacht worden. Dominique Lyon ist ein erfahrener Töpfer aus der Region. Aber es ist das erste Mal, dass er Rohre töpfern soll. Er hat Nicolas Touchefeu, den Zimmermeister in Gédelon, gebeten, eine mittelalterliche Töpferscheibe zu bauen. Nicolas hat diese Scheibe mit mir zusammengebaut. Dabei nahmen wir alle Darstellungen zu Hilfe, die wir bekommen konnten. Das ist ein Töpferrad, das mit einem Stock in Drehung versetzt wird. Das Rad hat 5 oder 6 Speichen und ist auf einer Unterlage befestigt. Am Anfang haben wir uns versucht vorzustellen, wie eine mittelalterliche Töpferscheibe wohl ausgesehen haben mag. Ich bereite hier gerade den Ton vor, den ich drehen will. Ich habe einen Tonklumpen geknetet, aus dem wir Abflussrohre machen. Allein wäre das zu schwer. Ja. So stellen wir uns ungefähr den Bau einer Töpferscheibe vor. Wir haben keinen Hinweis darauf, worauf die Drehscheibe rotiert. Das heißt, worauf sie aufliegt, wenn sie sich dreht. Er hat die richtige Form. Sehr weich, gut gemacht. Es ist der erste. Ja, ein erster Versuch. Wir werden schon zurechtkommen. Vielen Dank. Nur Mut. Du hast genug für mich getan. Ich fange mal an, so schnell wie möglich zu drehen.
Wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht schneller, lege ich meinen Stock zur Seite und fange an, meinen Tonklumpen zu bearbeiten. Jetzt muss ich die Scheibe wieder in Schwung bringen. Mit der rechten Hand drücke ich den Ton gegen die linke in meiner Form. Ich drücke und versuche dabei, den Ton so schnell und so hoch wie möglich zu ziehen. Und ich werde noch einmal mit meinem Stock Schwung geben. Noch mehr Schwung. Ich mache das Gleiche nochmal. Und versuche, dass das Rohr dabei möglichst dünn wird. Damit wird eine Höhe von etwa 15 Zoll erreicht. Das entspricht dem Modell, das wir ausgewählt haben. 4 oder 5 Zoll an der Basis und dann 3 Zoll oben. Wenn ein Teil fertig ist, muss es von der Drehscheibe genommen werden. Ich schneide es ab. Hier haben wir ein Rohrstück. Auftragsgemäß müssen wir 17 Meter auf diese Weise herstellen. Deshalb wartet noch ziemlich viel Arbeit auf uns. Aber die Burg ist noch nicht fertig und meine Arbeit auch nicht. Bei einem Projekt wie diesem kommen immer wieder Zweifel auf. Werden die Arbeiten je zu einem Ende kommen? Natürlich soll die Burg fertig gebaut werden, aber ihre Bedeutung geht weit über den Bau ihrer Mauern hinaus. Gédelon ist zu einem viel wichtigeren Symbol geworden als gedacht. Die Idee für Gédelon entstand vor fast 20 Jahren. Wir waren eine kleine und sicher ziemlich blauäugige Gruppe, dafür aber umso begeisterter vom Mittelalter. Von einer Burg träumt doch jeder kleine Junge und jedes kleine Mädchen will Prinzessin spielen. Außerdem gibt es Darstellungen von Ruinen wie die Zeichnungen von Victor Hugo und Radierungen. Das 13. Jahrhundert hatte etwas sehr Romantisches. Auslöser für die Idee, eine Burg zu bauen, waren die Restaurierungsarbeiten am Schloss Saint-Fargeau, einige Kilometer von Gédelon entfernt. Eine archäologische Untersuchung wies unter dessen Fundamenten eine sehr viel ältere Burg nach. Das Ergebnis der Untersuchung wurde in Frankreich unter dem Titel »Die Enthüllung einer versunkenen Burg« veröffentlicht. Allein dieser Titel war schon sehr reizvoll. Aus dieser Studie geht Folgendes hervor. Wird sozusagen im Geist das Schloss Saint-Fargeau angehoben, befindet sich darunter eine Burg aus dem 13. Jahrhundert, aus der Zeit von Philipp II. Diese Studie hat uns auf die Idee gebracht, eine solche Burg nachzubauen. Nicolas Fouchère ist einer der Archäologen, die Überreste aus dem 13. Jahrhundert in Saint-Fargeau gefunden haben. Ich war voll und ganz für dieses Projekt, denn mir war klar, dass hier ein Labor entsteht, das uns Erkenntnisse über die alten Baustellen liefern wird. Als ich Marilyn Martin begegnete, war ich fasziniert von ihrer Überzeugungskraft, ihrer Energie, ihrer Art, Leute dafür zu gewinnen. Was auch immer kommen mag, sie ist durch nichts aufzuhalten. Ich dachte, dass sie möglicherweise irgendwann nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Aber heute ist mir klar, dass ich mich getäuscht habe. Der perfekte Standort war schon gefunden. Ein verlassener Steinbruch, mitten im Wald. Der historische und archäologische Reiz von Gédelon war nicht zu übersehen. Außerdem glaubte Marilyn Martin daran, dass dieser Bau viele Arbeitsplätze am Ort schaffen könnte. Ich stamme aus dieser Region und sie litt enorm unter Arbeitslosigkeit. Ich stellte fest, wie viele Menschen hier zwar keine Arbeit hatten, aber anpassungsfähig und guten Willens waren. Für mich war das die Gelegenheit, etwas zu unternehmen und zu sagen, mit diesen so unterschiedlichen Menschen werde ich eine Burg bauen. Der Kauf des Grundstücks und der Beginn der Bauarbeiten wurden ermöglicht durch Subventionen und Darlehen. Wie aber sollten die weiteren Arbeiten finanziert werden?
Da wir persönlich kein Vermögen besaßen, kamen wir auf die Idee, die Baustelle zu einer Besucherattraktion zu machen. Auf fast allen Baustellen ist das Betreten verboten, unsere aber sollte der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein, um den Bau zu finanzieren. Von der Grundsteinlegung bis zum letzten Dachziegel sollte jeder dabei sein können. Es sollte ein Team von Leuten eingesetzt werden, die Spezialisten ihrer Zunft sind, Maurer, Steinmetze, Zimmerleute, und die auch bereit sind, jedem Besucher zu erklären, was wir hier machen. In weniger als 3 Jahren gelang es, die Burg von Gedelon zum Anziehungspunkt für so viele Menschen zu machen, dass sie sich vollständig selbst finanziert. Seit Beginn der Bauarbeiten sind über 3 Millionen Besucher über den Burggraben gekommen. Es sind zuerst einmal die Besucher, die Gedelon zu dem gemacht haben, was es heute ist. Sie sind der Beweis, dass Frankreich so etwas braucht. Zum einen eine experimentelle Baustelle, die für Archäologen interessant ist, die hier genaueren Einblick in die Techniken der Metallurgie, die Beschaffenheit von Putz oder die Bearbeitung von Stein gewinnen. Aber ebenso für Handwerker. Außerdem kommen auch Menschen, die die traditionellen Zünfte erhalten wollen. So wurde Gedelon zu einem Schmelztiegel für alle Arten von Experimenten. Jetzt ist Juni und die Zimmerleute von Gedelon legen letzte Hand an die Wassermühle. Sie ist das Ergebnis von 2 Jahren enger Zusammenarbeit mit dem INRAP. Ein Überlauf vom See speist die Wassermühle durch ein System von Sperren und Kanälen aus Holz. Aber als alles fertig montiert ist, ergibt sich ein Problem. Die Mahlsteine drehen sich nicht schnell genug. Das gemahlene Mehl ist zu grob. Nicolas und die Zimmerleute haben dafür gesorgt, dass die Mühle zu 90% aus Holz besteht. 1-2 Teile sind aus Metall, das Mahlwerk ist aus Stein. Die gesamte Mechanik aber ist aus Holz. Ein sehr spezielles System, da reibt Holz an Holz. Wir mussten mit bestimmten mehr oder weniger harten Holzarten arbeiten, wegen des Widerstands des Getriebes und so weiter. Das war eine ungeheure Arbeit, alles aufeinander abzustimmen. Und es gab Momente, wo die Zimmerleute mich wirklich beeindruckt haben. Denn manchmal hätten sie auch einfach sagen können, also gut, das war's jetzt. Nachdem alles neu eingestellt und großzügig mit Schweinefett eingepinselt ist, setzen sich die Mahlsteine endlich in Bewegung. Die Mühle wird von einem Mühlrad mit mehr als 2,40 Meter Durchmesser angetrieben. Dieser treibt wiederum eine Welle an, die ein Kammrad in Bewegung setzt, das seinerseits das Kronenrad dreht. Dieses Kronenrad bewegt die Königswelle, die den Mahlstein von fast 1 Meter Durchmesser rotieren lässt. Der sogenannte Läuferstein dreht sich auf dem Bodenstein und zerkleinert das Korn. Der Bodenstein bewegt sich nicht. Nach zahlreichen Versuchen, veränderten Einstellungen, nachdem alles auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt wurde, haben die Mahlsteine angefangen, sich im richtigen Tempo zu drehen. Aber die Mahlsteine müssen dicht aufeinander liegen, geradezu aneinander schleifen, damit das Mehl fein gemahlen wird. Schließlich kamen die Müller nach und nach mit vollkommen unterschiedlichem Mehl an. Hier ist die Mühle in Aktion. Sie diente nicht nur der Ernährung der Burgbewohner, sondern war auch eine Einkommensquelle für den Burgherrn. Denn die Bauern, die dort ihr Korn mahlen ließen, mussten eine Steuer zahlen. Heute können die Besucher von Gedelon in der Küche der Burg zusehen, wie Brot aus dem Mehl dieser Mühle gebacken wird. Max Latouche war Bäcker. Seit er in Rente ist, arbeitet er mit einer halben Stelle in der Burg. Im Mittelalter gab es sehr genaue Auflagen für das Backen von Brot. Es war ein von einem Feudalherrn oder König verliehenes Recht, das dieser einem Pfister, wie es damals hieß, verlieh. Das Bäckerhandwerk war streng organisiert, mit genauen Vorschriften.
Die erste Vorschrift betraf das Mehl. Wenn es aus der Mühle kam, wurde es erst einmal gesiebt. Daraus wurde Brot von hoher Qualität gebacken für Menschen, die es sich leisten konnten, wie zum Beispiel die Handwerker in den größer werdenden Städten. Die zweite Qualitätsstufe war dann ungesiebtes Mehl, das so zu Brot verbacken wurde, wie es aus der Mühle kam. Die dritte Qualitätsstufe war für die Leute, die nicht viel Geld hatten. Da konnte sogar Sägemehl drin sein. Aber es gab auch verunglückte Brote, die verbrannt waren oder krumm und schief oder die nicht aufgegangen waren. Solche Brote waren für die Armen. Der Bäcker war angehalten, sie den Armen zu geben oder zu einem sehr geringen Preis zu verkaufen. Dominique ist mit der Herstellung der Kanalisationsrohre aus Ton für den Wasserspeicher fast fertig. Jetzt geht es darum, sie wasserdicht zu machen. Dazu müssen sie bei über 1000 Grad gebrannt werden. Im 13. Jahrhundert wurden spezielle Öfen für das Brennen von Ton verwendet. Véronique Duret ist Archäologin und auf mittelalterliche Keramik spezialisiert. Seit Beginn des Projekts ist sie als Töpferin in Guédelon dabei. Sie schlägt vor, den Brennofen nach einem originalen Vorbild zu bauen. Ich habe nach Brennöfen vom Beginn des 13. Jahrhunderts geforscht. Dabei ließ ich mich leiten von Öfen aus Keramik, denn die waren im Mittelalter sehr verbreitet. Ich habe vor, einen Ofen mit Gewölbe aus Töpfen zu rekonstruieren, so wie sie ursprünglich aussahen. Dass sie so häufig verwendet wurden, lässt darauf schließen, dass sie sehr gut funktionieren. Bei archäologischen Ausgrabungen im Norden von Paris habe ich sehr gut erhaltene Modelle gefunden. Im Val d'Oise gab es eine Werkstatt namens Foss. Sie belieferte die ganze Pariser Region mit Töpferware. Aus dem 13. Jahrhundert wurden mehrere Brennöfen gefunden. Es waren ähnliche Modelle wie der, den ich hier baue. Véronique, Dominique und Philippe Delage, einer der Maurer in Guédelon, sammeln also Lehm und Sand, um Mörtel herzustellen. Das ist auch ein Handwerk. Wir fügen noch Asche hinzu. Er ist zu flüssig. Wenn er so läuft, er muss trockener werden. Ist das nicht gut? Also ein wenig Asche und sofort hat er die richtige Beschaffenheit. Und wir können leicht damit arbeiten. Jetzt nehmen wir ihn als Mörtel für den Bau des Ofens. Hier sind wir dabei, das Fundament für den Ofen zu legen. Dann die ersten Ziegel, dann haben wir die Form des Feuerraums. Der Feuerraum ist der Teil des Ofens, der mit Holz für das Feuer befüllt wird. Es klebt, oder? Der Brennraum wird so gebaut, dass die Hitze in die Rückseite des Ofens steigt, wo sich das Brenngut befindet. Auf ein Bett aus Mörtel, also Ton gemischt mit Sand, werden die Ziegel gelegt. Das ist Maurerarbeit. Deshalb haben wir einen Maurer von Guédelon hier, der uns hilft, und das macht er sehr gut. Das Fundament des Ofens nimmt allmählich Form an. Dominique geht nun auf die Suche nach einer entscheidenden Zutat. Ich nehme jetzt Weidenzweige, denn deren Holz ist sehr flexibel. Damit wird ein Leergerüst für das Gewölbe gemacht. Dazu biegen wir unsere Zweige bis zu der Rundung, die wir haben möchten. Weide ist ein sehr elastisches Holz, wie hier zu sehen ist. Hier haben wir alles Nötige. Die Weidenzweige werden die Schalung des Gewölbes bilden. Dann werden die Ziegel auf diese Schalung gelegt und mit Mörtel verbunden. Wenn der Mörtel trocken ist, kann die Verschalung aus Weidenzweigen entfernt werden.
Wir kennen die im Val d'Oise ausgegrabene Töpferei ziemlich gut. Sie ist etwa 1000 Jahre alt. Daran kann die Entwicklung dieses Handwerks etwa vom Jahr 1000 bis fast ins 18. Jahrhundert hinein verfolgt werden. Dort lässt sich erkennen, wie sich die Brennöfen entwickelt haben. Die Handabdrücke der Töpfer, die dort gearbeitet haben, sind noch zu sehen. Es berührt mich, die 1000 Jahre alten Spuren von Händen zu sehen, von jemandem, der den Mörtel im Inneren des Brennraums verschmiert hat. Das ist schon sehr bewegend. Das gotische Fenster im Kapellenturm ist eines der wichtigsten und zugleich anspruchsvollsten Werkstücke. Es setzt sich aus 38 Werksteinen zusammen, die alle in der Bauhütte der Steinmetze behauen und ausgemeißelt wurden. Das Fenster ist eine ungeheure Leistung. 2000 Arbeitsstunden sind darin eingeflossen. Das gesamte Team war daran beteiligt. Nach 3 Monaten sind die Werksteine für das Fenster fertig. Diese zerbrechlichen Stücke müssen rasch gesetzt werden, bevor das Wetter umschlägt. Dann wird das Team die Mauern hochziehen und so dem Fenster Halt geben. Aber es gibt ein Problem. Der Mittelpfosten ist zu groß. Nochmal vorsichtig absetzen. Richte ihn aus. Kontakt. Er sitzt jetzt auf, ist aber nicht deckungsgleich. Wir müssen einen Zentimeter abnehmen. Ein Zentimeter. Na gut. Er muss noch einmal beschnitten werden, bevor die anderen Steine gesetzt werden können. Das ist eine heikle Aufgabe, denn der Pfosten könnte dabei zerbrechen. Mal sehen, ob Clemens' Korrekturen in letzter Minute gut berechnet sind. Ist es gut zentriert? Ja. Okay. Der Pfeiler steht jetzt. Nun können die letzten Steine gesetzt werden. Vorsicht, passt auf. Das Lehrgerüst wird entfernt. Das ganze Team ist zusammengekommen, um das fertige Fenster zu bewundern. Diese konstruktive Zusammenarbeit ist wie beim Mikado. Dank eines genialen Systems greift bei einem Bauwerk eins ins andere. Wie bei einer russischen Puppe, wo eine aus der anderen hervorkommt. Dieses durch und durch geniale System hatten wir bisher in Guédelon noch nicht angewendet. So gewinnen sie auch Zeit bei der Ausführung, beim Zusammensetzen, wie wir gesehen haben. 3 Monate, um die Teile des Fensters zu meißeln, 3 Stunden, um sie einzusetzen. Für mich ist das wahre Teamarbeit, die gemeinsame Arbeit von Leuten, die sich auf die Magie einer solchen Arbeit einlassen. Außerdem ist sehr berührend, dass sich alle daran beteiligen. Solche Arbeiten nehmen uns alle vollkommen gefangen. Wir sind alle wie gebannt und jeder verlässt sich auf den anderen. Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam diese Komposition zu erschaffen.
Nach zwei Dritteln der Bausaison kommen die Arbeiten in eine kritische Phase. Jedes Bauteil unterliegt schon in der Entwurfsphase einer genauen Überprüfung. Die Ausführung wird dann von den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats in Guédelon aus der Nähe begutachtet. Anbo, Archäologin und Professorin an der Universität Lyon, gehörte von Anfang an zu diesem Beirat. Diese Partnerschaft, denn es handelt sich tatsächlich um eine Partnerschaft, dieser Austausch zwischen Archäologen und den Erbauern von Guédelon ergab sich vollkommen natürlich. Zunächst ging es eher darum, Fragen der Erbauer zu beantworten. Aber dann gaben die Erbauer uns Antworten und bestätigten oder entkräfteten einige Theorien über das mittelalterliche Bauwesen. Die kleine Piscina. Genau. Die kleinen Becken haben genau darunter ein Loch, damit das Wasser in den Fundamenten der Kirche versickert. Zwei kleine Becken. Wir haben uns an Vorbildern orientiert. Eines ist hier ganz in der Nähe, in Saint-Vérin. Da gibt es eine wunderbare Kirche vom Ende des 12. Anfang des 13. Jahrhunderts mit drei Apsiden. Und jede hat ihre kleine Nische. Genau, in Cluny haben sie im 13. Jahrhundert Becken eingebaut, die alle aussehen wie diese hier. Alle sind dreilappig, das ist die gängige Form. Aber wo ist der Schrank? In einer kleinen Burgkapelle kann sich der Priester oder der Mönch doch vielleicht auch umziehen. Der Mönch wohl eher. Reicht nicht eine kleine Holztruhe? Sag du's. Aber du brauchst einen Schrank. Wirklich? Das habt ihr vergessen, ihr habt nicht daran gedacht. Wir haben darüber nachgedacht, aber bei dem begrenzten Raum, den wir haben... Ihr habt darüber nachgedacht? Natürlich, ich habe sogar eine verzierte Nische vorgesehen, die einem Heiligen gewidmet werden kann, aber... Wichtiger als eine Nische ist ein Schrank. Es fehlt ein Schrank. Macht nichts. Aber trotzdem, wenn ich ehrlich sein soll... Jetzt ist es zu spät. Ich konnte da keinen Schrank hinstellen. Oder hinter den Altar oder in die Mauer einlassen. Wir hatten festgelegt, alles so klein wie möglich zu halten. Aber wenn es notwendig ist, machen wir das noch. Nein, ich mache nur Spaß, das macht nichts. Aber tatsächlich stehen die liturgischen Becken oft in Verbindung mit einem kleinen Schrank, weißt du? Die Türangeln sind noch erkennbar. Mit den Fugen? Genau. Und er wird mit einer Tür verschlossen. Und innen gibt es Borde. Er taucht Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts auf. Und da die Burg aus dem 13. Jahrhundert sein soll, nein, macht nichts. Das ist nur ein kleiner Fehler. Wenn wir von der Baustelle uns mit Anne austauschen, profitieren wir immer wieder von ihrer außerordentlichen Fähigkeit, eine Mauer aus Stein zu lesen. Als hätte sich darin abgelagert, was die Menschen früher in einem bestimmten Augenblick getan haben, das dann darin die Jahrhunderte überdauert hat. Sie kann die Vergangenheit entschlüsseln und versteht, welche Arbeitsorganisation in den Bau der Mauer eingegangen ist. Jedes Mal legt sie den Finger genau auf den wunden Punkt und deckt Probleme auf, die uns bewogen haben, den Bau zu verändern. Es ist tatsächlich ein Austausch im weitesten Sinne, um eine Konstruktion aus Stein zu verstehen. Hattet ihr da eine Unterbrechung beim Bau? Ja? Ja, da ist ein anderer Verlauf. Ihr habt aufgehört. Es ist möglich, dass die Teams... Nein, es ist eine Frage. Haben sich die Teams da getroffen? Denn es muss ja einen Grund für eine solche Zäsur geben. Haben zwei Teams aufeinander zugearbeitet? Entstand ein Loch, das gefüllt werden musste? Denn im Mittelalter wurde so etwas im Allgemeinen gut ausgeglichen. Das ist die Frage. Hier die Antwort. Du hast genau ins Schwarze getroffen und ich hätte nicht gedacht, dass das im Nachhinein sichtbar ist. Doch. Wir mussten es tun, denn wir hatten einen Gerüstbalken, der uns als Flaschenzug dient. Und das Tretrad war an dieser Stelle. Wir mussten die Mauer schnell hochziehen. Für uns war es unumgänglich, die Mauer nicht horizontal aufzumauern. Wir haben zuerst dieses Stück hochgezogen, um den Flaschenzug anbringen zu können.
Okay. Und dann im zweiten Schritt, das war eine Sache von vielen Stunden. 3 Wochen. Danach wurden die Arbeiten an das schon vorhandene Mauerwerk angeschlossen. Das hatte ich ganz vergessen. Dem Auge des Archäologen entgeht nichts. Es ist sichtbar. Schon witzig, oder? Dabei geht es um steingewordene menschliche Handlungen. Das kann nützlich sein. Aber ja, du hast mich an das erinnert, was wir auf unserer Baustelle tun. Ja, da war ein Bruch. Guédelon hat der Bauarchäologie tatsächlich enorm viele Erkenntnisse geliefert. Denn auf die Fragen, die sich ein Archäologe stellt, wenn eine Mauer im Geist dekonstruiert wird, benötigt er konkrete Antworten von den Erbauern. Die Erfahrung von Guédelon liefert der experimentellen Archäologie viele Antworten. In der Töpferei ist die Feuerstelle des Brennofens fertig und die Töpfer bereiten sich auf den nächsten Schritt vor. Heute fangen wir endlich an, das Gewölbe für den Brennraum zu bauen. Das ist das Gewölbe im hinteren Teil des Ofens, wo das Brenngut aufgestellt wird. Die Charge, die gebrannt werden soll. Du kannst sie ein wenig mehr einweichen. Viele Öfen wurden offenbar mit Tonabfällen und Ausschuss gebaut. Zweifellos hatten die Leute damals die gleichen Probleme mit der Größe der Töpferwaren. Sie waren nicht immer gleich groß. Es gab große Töpfe und kleine Töpfe. Und wir fanden heraus, dass irgendwann im Mittelalter, vom 13., 14. Jahrhundert an, in manchen Werkstätten bestimmte Töpfe ausschließlich für das Gewölbe des Ofens hergestellt wurden. Ich ziehe sie ein wenig auseinander. Hier drücke ich ein bisschen, damit es nicht so fest sitzt. Wir haben für unsere Töpfe eine Form verwendet, die bei den Ausgrabungen um die Kathedrale von Saint-Denis im Norden von Paris in Töpferwerkstätten gefunden wurde. Diese Formen haben eine Besonderheit. Sie können sich gut ineinander stecken lassen und sind alle nach dem gleichen Muster hergestellt. Mit solchen Töpfen lässt sich viel leichter ein Gewölbe bauen. Die beiden Handwerker ziehen andere Arbeiter von der Baustelle hinzu, um die Töpfe, die das Gewölbe bilden, ineinander zu fügen. Daraufhin wird es mit Lehm bedeckt, einer Mischung aus Sand, Stroh und Eselsmist. Bis das fertig ist, müssen wohl ein paar hundert Stück gestapelt werden. Aber wir haben dafür gesorgt, dass er nicht zu groß wird. Trotzdem ist es ganz schön viel Arbeit. Im Büro der Baustelle arbeitet Florian an der nächsten Phase beim Bau der Kapelle von Guédelon. Den Konsolen, auch Kragsteine genannt. Das sind die ausgemeißelten Steine, die die Gewölberippen tragen. 4 davon sind vorgesehen. Und ihre Anbringung wird die letzte Etappe der Arbeiten in diesem Jahr sein. Also, hier haben wir den Anfangsstein einer Gewölberippe auf einer Konsole in einer Burg aus dieser Zeit. Was ihn auszeichnet, ist eine Kapitelldeckplatte. Ein Kapitell mit geflochtenen Bändern. Was interessant ist, denn gleichzeitig sind da Akanthusblätter. Aber es gibt auch diese beiden Abzweigungen. Dazwischen ist eine abgerundete Deckplatte, die Abakus genannt wird. Hier sind wir wirklich in der Sprache des ersten Drittels oder der Mitte des 13. Jahrhunderts. Meine Arbeit besteht nun darin, eine Schmuckform für den Abakus vorzuschlagen. Ich bin also damit beschäftigt, den Stil auf seine Einzelelemente hin zu analysieren, um einen artgerechten Entwurf für die Ausführung machen zu können, nachdem die Steinmetze sich dann richten. Dazu brauchen sie alle Maße, damit sie die Gewölberippen von Guédelon mit dem Meißel ausführen können. Die Burg von Dourdan aus dem 13. Jahrhundert ist eines der Vorbilder für Guédelon. Sie wurde im Auftrag von Philipp August errichtet und ihre Architektur diente als Modell für die Burgen der großen und kleinen Feudalherren der Epoche, die vom französischen König abhingen.
Florian und Marilyn treffen sich dort mit Nicolas Fauchère, einem Mitglied des Wissenschaftsbeirats. Hast du die Konsole gesehen? Sie ist ja skulptiert. Wirklich erstaunlich, denn da haben wir schon nicht mehr das Blattkapitell, eher eine Art Gebinde. Das Kapitell hat schon keine festen Ebenen mehr. Erstaunlich. Es wächst auf mehreren Ebenen. Sehr hübsch. So fein gearbeitet. Ja, das alles hier ist im Stil von Ludwig dem Heiligen. Der von Philipp August ist rustikaler. Da sind die Korbkapitelle eher nackt. Aber was bedeutet das? Soll das heißen, dass das Kreuzrippengewölbe... Der Bau dieser Burg wurde 1224 begonnen. Sie ist ein Spätwerk, sozusagen Philipps Testament. Okay, aber ich dachte, dass die Burg in den 1220er Jahren fertiggestellt wurde. Nein, sie war zum Zeitpunkt seines Todes noch im Bau. Wie weit der gediehen war, ist jedoch unklar. Verstehe. Ich habe hier brandneue Berichte aus Dourdan. Hier. Ihr habt mit der Oberflächenbearbeitung weitergemacht. Seht euch an, was wir in Dourdan gefunden haben. Hier sind wir im Hauptturm. Es ist interessant, denn der Akanthus sieht noch nicht so gelungen aus wie bei religiösen Bauten. Ich finde es sehr interessant und berührend, denn Dourdan ist ein militärischer Bau, der etwas anderes darstellen will, wenigstens Nicolas Fauchère zufolge. Die Burg von Dourdan ist nach dem Tod von Philipp August noch im Bau. 2-3 Jahre danach. Aber in den 30er Jahren ist sie fertig. Also haben wir hier ein Gebäude, das uns als Vorbild für diese Zeit dienen kann. Und ich denke, wir sollten uns eher von ihm anregen lassen, als von religiösen Vorbildern, wie ursprünglich vorgesehen. Jean-Paul, für deine Konsole, welche gefällt dir besser als Modell? Diese da würde mir am besten gefallen. Ja. Die Blätter kommen bereits deutlich hervor. Sie sind weniger rund. Es sieht ein bisschen schlichter aus. Ja, mir gefällt es gut. Aber die erste würde mir auch gefallen. Du magst es üppiger? Genau. Sollen wir einen so und den anderen so machen? Warum nicht? Ich kann die Blätter unterschiedlich machen. Ja, warum nicht? Dann los. Und los. Heute ist ein großer Tag für uns, denn wir machen Feuer. Der Feuerraum, der vordere Teil des Ofens, wird mit Holz befüllt. Das Brenngut, die Keramiken, werden hingegen in den hinteren, gewölbten Teil gestellt. Für die allererste Brennung wird der Ofen mit Töpfen gefüllt. Um nicht allzu große Risiken einzugehen, haben die Töpfer nur ein paar der Rohrteile mit hineingestellt. Das droht ein langer Tag zu werden. Wir brauchen bestimmt bis in die Nacht. Wenigstens 10 Stunden, vielleicht mehr. Wir lassen uns überraschen. Nach 10 Stunden Anfeuern scheint der Ofen die richtige Temperatur zu haben. Im Mittelalter gab es nichts, womit der Hitzegrad gemessen werden konnte. Die Handwerker mussten die Farbe der Flammen und die der Töpferwaren beobachten. Durch eckige Öffnungen wurde der Brennvorgang überwacht. Wurde die Ware rot oder durchscheinend, zeigte das an, dass eine Temperatur von über 1000 Grad erreicht war. Um sich zu vergewissern, holt das Team einige Teststücke aus dem Ofen, um sie zu überprüfen. Tatsächlich wissen wir nicht, wie die Töpfer im 13. Jahrhundert vorgingen. Hatten sie ebenfalls Teststücke, anhand derer sie entscheiden konnten, ob der Ton gut gebrannt oder noch nicht fertig ist? Haben sie das Brenngut zu einem bestimmten Zeitpunkt herausgeholt? Es ist vorstellbar, dass sie so etwas hatten. Jedenfalls haben sie sicher versucht, sich mit irgendetwas zu vergewissern, ob der Ton gut gebrannt war. Aber wir haben keinerlei Beleg dafür. Okay.
Ich habe Probestücke herausgeholt, die wir vorne als erste hineingestellt haben. Das sind die ersten, denn ganz vorne haben wir schon eine schöne rote Farbe im Ofen. Es herrschen mindestens 100 Grad. Und der gelbe da? Ich habe ein bisschen Glasur drauf getan. Da sie nicht geschmolzen ist, können es noch nicht 900 Grad sein. Ich sehe nur kleine Risse. Um 1000 Grad zu erreichen, muss mindestens noch 3 Stunden lang Holz nachgelegt werden. Jetzt haben wir die Brennphase erreicht. Das Feuer ist geschürt. Nun muss regelmäßig Holz nachgelegt werden. Das ist der Moment, in dem enorm viel Glut in der Feuerstelle ist. Und von Zeit zu Zeit muss sie ein wenig reduziert werden, denn bei zu viel Glut dauert der Brennvorgang länger. Wenn Glut herausgenommen wird, entwickelt sich am Eingang des Ofens eine sehr starke Hitze. Deshalb besprengen wir die Vorderseite von Zeit zu Zeit, um die Hitze für den Brennvorgang zu drosseln. So klingt das. Am Eingang des Feuerraums wird es sehr heiß. Deshalb ist die Temperatur dort vielleicht ein bisschen höher. Weiter hinten ist es schwieriger zu heizen. Deshalb ist sie da sicher ein wenig niedriger. Im Idealfall würde die Brennware vor allem im mittleren Bereich stehen und bei ungefähr 1000 bis 1050 Grad gebrannt werden. Die mittelalterlichen Töpfer wurden nach den verwendbaren Stücken bezahlt. Wenn der Brennvorgang nicht gelang, konnte der Herr sich weigern, ihre Arbeit zu bezahlen. Zu dieser Zeit war der Stress sicher derselbe wie jetzt. Da gibt es eine ganze Reihe von Töpfen und keiner weiß, ob sie gut gebrannt, über- oder unterfeuert sein werden. Fehlbrände sind immer eine Katastrophe, denn die Arbeit beginnt dann wieder ganz von vorn. Allerdings wurden auf den Abfallhalden der Töpfereien ziemlich viele fehlgebrannte Scherben ausgegraben. Das kam also ziemlich häufig vor. Wenn in Guédelon Ton gebrannt wird, ist das immer etwas ganz Besonderes. Unser kleines Team kommt dann in der Nacht auf der verlassenen Baustelle zusammen. In solchen Momenten sind wir ganz unter uns und alle sind fasziniert von den Flammen. Wenn wir dann alle so um das Feuer sitzen wie jetzt, fühlen wir uns ganz wie im 13. Jahrhundert. Kein künstliches Licht, nur das Feuer, das uns in seinen Bann zieht, das den Ton brennt, das etwas erschafft. In solchen Momenten herrscht wirklich eine ganz besondere Stimmung. Solche Momente bleiben unvergesslich. Ob Ziegel, Abflussrohre oder Töpfe, für die Töpfer geht es um die Arbeit von mehreren Monaten. Es gibt nichts, an dem die Temperatur abgelesen werden könnte. Alles muss nach Gefühl entschieden werden, je nach der Farbe der Flammen, dem Temperaturanstieg und so weiter. Deshalb herrscht so dicht an den Flammen zwar immer diese besondere Atmosphäre, gleichzeitig sind aber auch Ängste da, was am Ende dabei herauskommen wird. Drei weitere Tage des Wartens vergehen, bis die Charge aus dem Ofen geholt werden kann. Denn so lange dauert es, bis der Ofen ausgeglüht ist. Erst dann wird das Team wissen, ob der Brennvorgang gelungen ist. Inzwischen ist es Oktober geworden, der letzte Monat der Bausaison in Guédelon. Die Wassermühle arbeitet seit 4 Monaten. Gilles Rollier vom INRAP ist gekommen, um dem Team bei einigen Problemen mit ihrem Betrieb zu helfen. Im Gegenzug profitiert er ebenfalls von den Erfahrungen vor Ort. Mir fällt etwas auf, und zwar der Strudel dort. Ja? Und nur ein Teil des Wassers fließt schnell genug. Ja. Die Qualität des Mehls ist nicht konstant geblieben, denn es fehlt manchmal die notwendige Antriebskraft, damit sich die Mahlsteine richtig drehen. Das Wasser scheint an Geschwindigkeit zu verlieren, bevor es das Mühlrad erreicht. Da ist es sehr gut zu sehen. Die Geschwindigkeit des Wassers bei der Stauung ist sehr wichtig. Ja. Schau. Es bremst. Und wie? Genau an dieser Stelle. Aber erinnert euch an die ersten Regulierungen. Da haben wir schon herumprobiert. Denn es hat schon immer gebremst. Es gibt eine Gegenströmung und das führt zu einem Strudel.
Die Strömung reicht nicht aus, denn das Gewicht des Wassers, wir müssen es absenken. Wir müssen die Neigung dieser Rinne verändern, damit das Wasser nur bis hierher steht. Das heißt, den Zulauf tiefer legen und dann wieder neu installieren? Nein, im Gegenteil. Ihn ein wenig höher legen? Und nach hinten ziehen. Ich glaube, das Hauptproblem ist die Hydraulik. Ja. Wir haben festgestellt, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wir hätten an einer Stelle, und zwar kurz bevor das Wasser auf das Rad trifft, ein richtiges Gefälle herstellen sollen. Denn da kommt es zu einem beträchtlichen Energieverlust. Außerdem gibt es genau vor dem Mühlrad einen größeren Strudel. Theoretisch müssten wir Korrekturen an der gesamten Mechanik vornehmen. Außerdem nimmt Gilles die Probleme mit dem Getriebe unter die Lupe. Da gibt es einen Verschleiß der Getriebeteile, der sozusagen vorzeitig auftritt. Das ist interessant. So etwas hätte ich eher nach einer langen Laufzeit erwartet. Ich würde eher sagen, es hat sich eingelaufen. Dieser Verschleiß kommt vom Betrieb. Das ist anfangs ziemlich schnell gegangen. Und jetzt tritt es nicht mehr auf. Okay, es gibt also eine Unterbrechung in Sachen Verschleiß. Ich nehme das einfach erstmal auf. Es gab eine Menge Überraschungen. Aber jedes einzelne Teil der Mechanik in der Mühle zeigt etwas Neues, das zu unseren Kenntnissen über die Mühle beiträgt. Interessant ist, dass sich solche Abnutzungsspuren auch auf archäologischen Funden finden. Und hier bei der Mühle ist es sehr rasch zu Verschleißerscheinungen gekommen. Das hat mit der Einstellung des Antriebs zu tun, als er eingelaufen ist, und nicht mit Abnutzung durch den täglichen Betrieb über lange Zeit. Es handelt sich also nicht um einen normalen Verschleiß, sondern um jenen während der Anlaufphase. Das ist sehr interessant. Diese Erkenntnis hätten wir bei Ausgrabungen nie gewinnen können. Wir verdanken sie der experimentellen Archäologie. Bei der Simulation, bei der Berechnung der Abläufe, haben wir so etwas nicht erwartet. Letztlich hat die Mühle ihren Lauf ganz von allein gefunden. Sie reguliert sich selbst. Genau. Aber in den ersten 2-3 Wochen dachten wir, dass wir das ändern müssen. Das wird nicht halten. In der Kapelle bereitet der Fortgang der Arbeiten große Sorge. Denn bevor die Konsolen gesetzt werden können, müssen die Mauern und der Türbogen fertig sein. Diese Tür wird der Hauptzugang zum Turm der Kapelle. Florian hat sich vom byzantinischen Stil anregen lassen, der in dieser Epoche üblich war, mit schwarzen und weißen Steinen im Wechsel. Das stellt Guillaume und sein Team vor eine ziemliche Herausforderung. Wir haben es gesehen. Die Steine wurden gekennzeichnet. Trotzdem vertun sich mitunter selbst die erfahrensten Maurer. Das ist nicht richtig, Kumpel. Ich bin nicht sicher. Ist er richtig herum? Nein, andersrum. Alles auf Anfang. Gleichzeitig bereitet Nicolas mit seinem Team den nächsten Schritt vor. Um den großen Saal mit dem westlichen Wehrgang zu verbinden und den sakralen Raum zu umgehen, müssen sie um die Kapelle herum eine hölzerne Galerie bauen. Wie immer zeichnen die Zimmerleute jedes Segment im Maßstab 1:1 auf ihren Reißboden. Jedes Teil wird auf die entsprechende Skizze gelegt. Die Verbindungen werden dann mit der Axt zugeschnitten. Wenn das Team sicher ist, dass alles ineinander passt, nimmt es die Teile ab und transportiert sie zum Turm, wo sie eingebaut werden. Die Arbeiter müssen ein wenig nachhelfen, aber schließlich sind sie eingepasst. Oh!
Alles wird durch Holznägel zusammengehalten. Die Galerie ist montiert, die byzantinische Tür fertig. Jetzt können die Arbeiten an der Kapelle wieder aufgenommen werden. Luc Jacotet vom INRAP ist an der Mühle eingetroffen. Er soll die Mahlsteine, die seit 4 Monaten jeden Tag in Gebrauch waren, auf Abnutzungsspuren hin untersuchen und sie mit denen vergleichen, die archäologische Fundstücke normalerweise aufweisen. Wie viel Mehl schaffst du so ungefähr in der Stunde? Eine ganze Stunde lang ist es eigentlich gar nicht möglich zu mahlen. Aber so ungefähr sind es 5 bis 10 Kilo. Und du lässt dein Korn nur einmal durchlaufen? Ja, einmal gang. Okay. Manchmal muss es dann nicht mal mehr ausgesiebt werden. So fein ist das Mehl dann. Also gute Qualität. Genau. Wir bekommen das nun einigermaßen regelmäßig hin. Verstehe. Das wichtigste Ziel bei diesem Experiment ist es, die Beobachtungen jenen gegenüberstellen zu können, die bei der Untersuchung von Mahlsteinen gemacht werden, von denen wir oft nur Fragmente haben. Hier haben wir vollständige Mahlsteine und können sehen, wie sie sich drehen, wie sie funktionieren. Hier sind die Abnutzungsspuren auf einem Mahlstein zu sehen, der noch in Gebrauch ist. Ich kann sie mit den vorhandenen Teilen der ausgegrabenen Mahlsteine vergleichen und wichtige Rückschlüsse ziehen. Derartige Vergleiche sind virtuell am Computer nicht möglich. Denn hier haben wir es tatsächlich mit Material in Bewegung zu tun, das sich abnutzt und sich verändert, mit Dingen, die irgendwann erneuert werden müssen. 1, 2, 3. Wow. Wir sehen, wie das Korn in der Mitte noch ganz ist. Zum Rand hin wird es zerrieben und ganz außen wird das Korn vollständig zermahlen. Da ist es fast schon richtiges Mehl. Großartig. Super. Da ist es richtiges Mehl. Ja, toll. Jedenfalls ist es zu hören. Beim Drehen wird deutlich, dass es eine Stelle gibt, wo die Mahlsteine besonders dicht aufeinander reiben. Dort kommt das Mehl stoßweise heraus, je nachdem, wie sie sich drehen. Und das muss mit dieser Oberfläche zu tun haben. Das Interessante an diesen Experimenten ist, dass sie mir zu Erkenntnissen verhelfen, weil ich sie mit anderen vergleichen kann. Wir arbeiten auch mit kleinen gallischen Handmühlen oder Reibsteinen aus der Jungsteinzeit. All das ermöglicht es mir, die Geschichte und Entwicklung der Mühlen im Lauf der Jahrhunderte besser zu verstehen. Genauso wurde es in der Mühle von Bibracte gemacht. Soll das heißen, dass es gut ist? Das heißt, es funktioniert. Es ist offensichtlich, dass uns das Experiment in Guédelon mit einer richtigen Mühle und nicht mit einem Modell oder einer 3D-Rekonstruktion die Gelegenheit gibt, unsere Hypothesen weiterzuentwickeln, genau wie wir unsere Erkenntnisse über mittelalterliche Mühlen im Rahmen des täglichen Gebrauchs überprüfen können. Eine solche Anlage muss leben. Sie muss sich auf Dauer bewähren. Deshalb werden wir sie regelmäßig überprüfen, wie sie sich im Lauf der Zeit gegenüber den Unwägbarkeiten, den Bedingungen, denen solche mittelalterlichen Mühlen unterworfen waren, verhält. Drei Tage sind seit Beginn des Brennvorgangs vergangen. Jetzt ist der Augenblick gekommen, in dem das Team feststellen wird, ob die Resultate den Erwartungen entsprechen. Der kleine Becher, wie im 13. Jahrhundert. Hübsch. Gebrannte Töpfe, dekorierte Töpfe, aber ich sehe noch keins der Rohrstücke. Aber auf den ersten Blick steht alles noch. Kein Bruch. Sie sind immer noch sehr heiß und es riecht nach verbrannter Erde. Das hat immer etwas Magisches. Ah, da ist ja eins, da rechts, ein Rohr. Wir holen die Brennware raus. Toll. Dort stehen 2 von den Rohren. Florian wird uns sagen, was er davon hält. Klar. So geht das Prinzip. Und dann? Wird es verbunden. Mit einem Mörtel aus Ziegelbruch.
Jedenfalls müssen wir im Winter genauer herausarbeiten, was es im Mittelalterzentrum in Auxerre gibt und was hier in der Gegend. Aber im Hinblick auf die Burg haben wir schon ein Projekt, denn wir haben ja jetzt schon einige Abflussrohre. Schon mindestens 7 Meter. Damit wir das in Auftrag geben, um Wasser in die Zisterne im Erdgeschoss des Kapellenturms zu leiten. Das ist großartig, sehr schön. Der Grund, den Ofen jetzt und hier zu bauen, ist, dass wir nun erneut mit dem Brennen experimentieren können und so vielleicht eine Vorstellung von der Lebensdauer eines solchen Ofens bekommen. Und vielleicht können wir im Laufe der Zeit die Brenndauer von im Moment 13 Stunden reduzieren. Vielleicht geht das auch schneller. Vielleicht können wir die Bedingungen für das Experiment verbessern. Insgesamt ist es ein schönes Beispiel für experimentelle Archäologie. Bravo, eine großartige Arbeit. Florian, wie geht's? Gut. Lass sehen. Da sieht es ganz gut aus. Ja? Ich hab's ein bisschen nachgebessert. Super. Sie sind gut geworden. Und da ist auch deine kleine Muschel. Das Bessere ist der Feind des Guten. Meinetwegen können wir es heute Nachmittag anbringen. Ist es gut? Ja. Ja. Du kannst signieren. Dann los. Bravo. Alles klar, sehr gut. Eine Konsole ist ungeheuer schwer, 150 Kilo. Wir haben bei diesem Stein viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Fang an, ihn auszurichten. Vorsichtig, in die andere Richtung. Ganz wenig. So? Genau. Wir haben Angst davor, was passiert, wenn alles fertig ist. Deshalb wäre es uns am liebsten, wenn es nie fertig wird. Der Konsolstein ist sehr zerbrechlich. Jean-Paul brauchte einen Monat dafür. Das ist die Arbeit eines Bildhauers. Wenn ich an eine Burg des 13. Jahrhunderts baue, empfinde ich einen ganz anderen Respekt beim Besuch einer Kathedrale oder anderer großer Bauten aus dieser Zeit. Das waren die reinsten Arbeitstiere im Mittelalter. Der Bau macht uns sehr viel sensibler für die Architektur um uns herum. Und wir fragen uns, wie viel Mühe das gekostet haben muss. Wir bauen hier eine Burg, die nicht einmal sehr groß ist. Doch wenn ich die Bauwerke sehe, die diese Typen damals hinbekamen, wird mir klar, was das für eine Leistung war. Und alles Handarbeit. Allein schon, wie viel Zeit sie dazu brauchten. Es ist gigantisch, was diese Leute damals fertiggebracht haben. Ich bin stolz, ein wenig wie sie zu arbeiten. Mir vorzustellen, dass diese Burg hunderte von Jahren stehen bleiben könnte, wie die Kathedralen, die wir heute besuchen können. Und ich bin stolz, an dem Bau beteiligt zu sein. Einwandfrei. Super. Heute Abend wird die Baustelle geschlossen. Die Arbeiter werden uns den Winter über verlassen. Es war ein unglaublich tolles Jahr. Nun beginnt für Florian und mich die Bürosaison. Sie geht eigentlich sehr schnell vorbei, denn wir haben wenig Zeit, um unsere Recherchen zu vertiefen, den Arbeitsplan für das nächste Jahr vorzubereiten und befreundete Wissenschaftler zu besuchen. Und schon bald wird alles wieder losgehen. Als Baumeister von Guédelon bin ich so etwas wie der Dirigent eines Orchesters. Das heißt, was zählt, ist, dass alles gut zusammenklingt. Wir bauen hier eine Burg aus der Zeit Ludwigs des IX. Da darf es keine Fehler geben. Und wir müssen uns alle an den Rahmen halten. Einerseits müssen wir auf Genauigkeit achten, andererseits auf den richtigen Rhythmus. Jedem muss Zeit gegeben werden, um seine Aufgaben selbstständig umsetzen zu können und sich dabei mit den anderen Teams abzustimmen.
Und über 20 Jahre oder sogar noch länger ein solches Experiment zu erleben, ist etwas Einmaliges. Ich glaube, dass jeder gern an so etwas teilhaben würde. Wir können wirklich glücklich sein.